Das musikalische Luftschiff aus dem Hause Bowers und Wilkins ist wieder gelandet. Die elliptische Form ist markant, das Design ist schnörkellos. Das Gehäuse wurde mit Glasfaserverstärkung noch stabiler gemacht. Aber auch Vibrationen wurden reduziert und die klangliche Leistung verbessert. Bowers & Wilkins betreibt einen enormen Aufwand, keine unerwünschten Schallquellen zuzulassen. Im Innern arbeiten zwei Hochtöner, zwei Mitteltöner und ein Subwoofer. Der Zeppelin kommt so auf total 150 Watt Leistung. Der Klang ist weiträumig, dynamisch und ausgewogen. Die Leistung der Prozessoren im Innern wurde im Vergleich zum Vorgänger sogar verdoppelt. Statt einer Docking Station bietet der preisgekrönte Zeppelin jetzt einen kabellosen Zugang. Nun wird die Musik per AirPlay oder Bluetooth durch die Luft übertragen. Zudem ist der Musikdienst Spotify verfügbar und wird nun direkt unterstützt. So werden mit Spotify Connect Musikstücke direkt vom Server der schwedischen Firma geladen, sodass die App nur als Steuerzentrale, aber nicht als Abspielgerät fungiert. Die Bedienung ist ziemlich einfach gehalten mit Pause Play und den Drucktasten für Bluetooth oder AUX. Alles andere wird über die sogenannte Control App für iOS und Android eingestellt. Fazit: Sieht nicht nur gut aus, der Zeppelin bietet auch klanglich mehr, als man zuerst erwarten würde.